Das A und O ist, nicht machen kann man sich böse mit vergiften. Tak, 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 da, da. Toller Kerl, hä? Huh? Ja, und der ist auch madefrei. Und den nehmen wir natürlich nicht mit. Oh, nö. Oh ja. Heftig, Leute. Heftig. Heftig. Richtige Oschis. Komplett von Madener. Die Heiland sagt die Elende. Dreiergrüppchen vom Bronzeheuerling. Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zu einer weiteren Pilztour im August 2024 hier im wunderschönen Kraichgau. Ich war schon etwas unterwegs und habe zwei etwas malträtierte Sommersteinpilze mitnehmen können. Ich hatte auch schon ein paar Funde. Ich habe hier bekannte Stellen, die habe ich jetzt aufgesucht. Es sah aber leider eher nach Schnecken und Käfer oder Madenfutter aus bisher. Ansonsten spielt natürlich die Wärme auch eine Rolle. Wir haben heute so knapp über 30 Grad. Das war's zur Tour und hoffen wir mal, dass die Hauptsaison der Pilze jetzt so richtig losgeht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Kommt mit! Wo bin ich hier unterwegs? Gerade sind wir im Stückchen, das von Rotbuchen dominiert wird. Ab und zu haben wir auch mal noch eine große Eiche dazwischen und die ein oder andere Kiefer hier. Ja, so sieht es überwiegend momentan aus. Das war mal irgendwas in die Richtung Täubling. Und auch wenn das hier sehr, sehr trocken wirkt, können Sie sehen, feucht genug ist es allemal. Bei uns hat es ja ordentlich runtergelassen. Wir hatten heftiges Unwetter und Sturm im Kraichgau. Auch wenn es nicht so schön aussieht, diese Rückewege, finde ich die doch recht spannend hier bei uns im Kraichgau, vor allem für Sommersteinpilze und ja im Schwarzwald eher für Fichtensteinpilze. Die finde ich da ganz gern mal direkt seitlich dran oder mitten im Rückeweg. Wieso, weshalb, warum? Zum einen kann sich hier, wo der Boden ein bisschen verdichtet ist, das Wasser sammeln und wird über einen längeren Zeitraum abgegeben. Sehr interessant, wenn es mal trockener ist. Und zum anderen hier außen, wo das etwaige Myzel gestört wurde oder verletzt wurde, kann das dafür sorgen, dass das Myzel dort besonders stark wachsen will und eben auch wieder vielleicht Fruchtkörper für die Vermehrung hervorbringt. Es besteht auch die Theorie, dass unsere Röhrlinge, gerade wie der Sommersteinpilze, auch so ein bisschen Stress, zum Beispiel Hitze oder Trockenstress wollen, dass sich eben auch die Fruchtkörperbildung sozusagen lohnt. Ja, da gibt es verschiedene Theorien. 10 Pilzsammler, 1000 verschiedene Meinungen. Eure Meinung wie immer unten gern in die Kommentare. Also, kleines Suchbild, Pilzfreunde. Hier steht irgendwo ein Sommersteinpilz. Gehen wir mal hin. Nein, es sind sogar mindestens 3. Ihr bleibt live dabei. Ja, scheint noch fest. Was haben wir da? Ja, schon weich, nichts mehr. Direkt am Wegrand auch. Der ist schon drüber. Was ist mit euch zwei los? Nope. Nope. Und? Oh nö. Sehr fies. Sowas. Sehr fies. Ich muss es kurz verarbeiten. Ah, hab noch einen gefunden. Aber nee. Schon madig. Ach, noch einer hier. Oh, und dann noch einer. Ach, wie gut auch die getan sind hier und hier. Schaut mal, Drucktest am Hut bei Röhrling. Auf keinen Fall sowas mitnehmen. Ich habe noch einen gefunden. Hier mal ganz charakteristisch dann bei Trockenheitseinfluss mit dem rissigen Hut. Macht auf jeden Fall schon mal Mut für den weiteren Tourverlauf. Ist auch eine ganz, ganz neue Stelle. Ultra exponiert erstmal so und dann auch noch direkt am Weg. Anscheinend sind hier nicht so viele Pilzsammler unterwegs. Mein Glück. Weiter geht's. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ich bin vielleicht 20 Meter weit weg von der Stelle gerade eben. Aber auch hier. Du vielleicht? Oh. Oh ja. Oh ja. Ja, das schaut gut aus. Und nebenan. Nicht so wirklich. Und da. Auch schon lätschig. Weiter oben.
Da wurde schon gut gefressen. Eieiei. Alter, hinter geht's noch weiter ab. Was ist denn los jetzt auf einmal? Und einen Frosch haben wir auch noch aufgeschreckt. Entschuldigung, Fröschchen. So, hier wird gut genagt. Ist prinzipiell noch fest. Oh, madenfrei. Ja, komm. Ja, wenn die Röhrenschicht bzw. Sporenpulver schon so gelblich verfärbt ist, ist es ein Grenzfall. Das muss sowieso jeder für sich entscheiden. Schnell scharf. Fest ist es noch. Die Röhren würde ich sowieso auf keinen Fall dann mehr mitessen im Stadium. Aber ja, muss jeder für sich selber wissen, genauso was den Tierfraß von Eichhörnchen, Mäusen und Co. angeht. Wie bei jeder Pilztour kommt natürlich ein Stückchen Müll mit. Wie auch immer sowas in den Wald kommt. Und schaut mal, wen wir hier haben. Die teilen sich auch mal ganz gern das gleiche Habitat. Und den nehmen wir natürlich nicht mit. Ganz streng geschützt, hier haben wir den Bronzeröhrling. Ich lege den tollen Fund mal ganz, ganz vorsichtig frei. Jawohl, da sehen wir es, diese Bronze, dunkelbraun, teilweise auch Schwarztöne im Hut. Wir sehen auch, da gehen wir gleich drauf ein, die Tiere geben auf Schutzstatus von uns Menschen ja nicht so wirklich was. Der Stiel ist auch, ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen, rötlicher, bräunlicher, bronzefarbener als beim Sommersteinpilz. Ja, es gibt ein paar Pilze, genau wie die ganzen Trüffelarten, die darf man absolut nicht sammeln. Komplettes Sammelverbot in Deutschland. Ja, ich denke mal, viele Anfänger oder Jahrzehnte Jahre Pilzsammler, die aber ja so die Standardsachen sammeln, von Opa und Oma gelernt haben, wissen das wahrscheinlich nicht mal über diesen Pilz und sammeln den. Darüber hinaus, ja, die Tierchen fressen sowieso dran und die Fruchtkörper dienen ja auch der Verbreitung des Pilzes. Dann spielt da auch noch mit rein, ja, Kartierungen, Daten. Haben wir überhaupt aktuelle Daten, was solche streng geschützten Pilze angeht? Ich sag meistens eher so, ja, so lala. Also, es bleibt zu hoffen, dass ganz viele von euch vielleicht, ja, ihre Bronzeröhrling-Funde kartieren, die Daten weitergeben und irgendwann, wer weiß, vielleicht verliert er auch seinen ganz, ganz krassen Schutzstatus dann und wir dürfen sie mal sammeln und vor allem auch dann kosten. Wer weiß. Auf der Seite gegenüber habe ich weitere Bronzeröhrlinge entdeckt. Schau mal her. Hier haben wir ja mal wieder ein wunderschönes Bilderbuchexemplar. Hier drückt sich auch gerade einer hoch und da drüben. Der hier ist schon gekippt. Hier mal ein heller Sommersteinpilz direkt daneben. Da wird der Unterschied schnell ersichtlich. Da haben wir mal hier einen Sommersteinpilz mit einem etwas brauneren Hut. Wird er auch ersichtlich. Aber ich sag mal, wenn man nicht genau hinschaut, kann man die durchaus mal verwechseln. Und nicht zu verwechseln ist die Steinpilz-Wahnsinn-Serie von mir. Und ich glaube, dieses Video entwickelt sich auch in die Richtung Steinpilz-grinsendes Deichstrahl. Das erste Mal auch ordentlich Sommersteinpilze diese Saison überhaupt. Ich habe so oft meine Stellen kontrolliert. Vermutlich war es einfach überwiegend ein bisschen zu kalt und auch zu feucht. Aber ja, jetzt stehen sie da. Und gefühlt, also gerade in dem Gebiet, wo ich bin, alles neue Stellen, habt ihr schon gesagt. Also gefühlt stehen sie überall. Das ist teilweise hier ja halt einfach nicht mehr brauchbar, aber ich freue mich trotzdem. Gerade bin ich übrigens bei einem sehr exponierten Hang unterwegs. Eichen, Buchen, oberflächlich versauert. Und hier knallt gut die Sonne hin. Und gerade habe ich noch was entdeckt. Die nächste Stelle. Aufpasse beim Laufen. Da haben wir schon einen. Und hier steht noch mal ein Grüppchen. Leider auch nicht brauchbar, aber gehen wir mal zu dem Grüppchen hoch hier. Ah, Leute, ist das nicht herrlich? Sommersteinpilze über Sommersteinpilze. Das A und O ist hier bei den Sommersteinpilzen oder bei allen Speisepilzen die Qualität. Hier haben wir zwischen dem Gelb schon mal ganz leichte gräulich-weiße Flecken hier oder eine Schicht drauf, das ist der Goldschimmel. Und ich schmiere ihn mir jetzt auch noch ans Messer, super. Fruchtkörper mit Goldschimmel bleiben auf jeden Fall im Wald, da wird nichts weggeschnitten, nicht machen, kann man sich böse mit vergiften. Jetzt erstmal ein Schlückchen trinken, weil ansonsten bleibt mir komplett die Spucke weg. Das, was da hinter der Kamera steht, habe ich so, glaube ich, noch nicht gezeigt oder sowas zeigen können.
Ah, Glasflaschenwasser. Schmeckt viel besser als Plastikflaschenwasser, finde ich. So, wie filme ich das jetzt am besten? Also, ich bin noch ein bisschen im Schockzustand. Also, ja, das ist echt heftig, Leute. Ich glaube, es wird nicht allzu viel brauchbar sein, aber es ist trotzdem heftig. Echt heftig. Ich bin jetzt mal in den äußeren Fruchtungsbereich gegangen, sozusagen. Da arbeiten wir uns jetzt dann langsam vor zur absoluten Eskalations- und Wahnsinnsstelle. Seid gespannt, das wird echt heftig. Und ja, das Video heißt Steinpilzwahnsinn, habt ihr im Titel schon mitbekommen. Da noch ein paar Worte dazu. Ich habe auf meinem Kanal zwei feste Pilzserien. Das ist einmal Pilze ohne Ende, da geht es um Pilze ohne Ende. Und den Steinpilzwahnsinn. Da gibt es Steinpilzwahnsinn zu sehen. Mache ich schon seit 2020 so. Manche sagen, ist Clickbait, Aufrufserhascherei, des Steinpilzwahnsinn zu nennen. Nein, ist es meiner Meinung nach nicht, denn bei mir gibt es Steinpilzwahnsinn im Video zu sehen. Entweder durch ja, die heftigen Funde oder durch meine Freunde deine eben oder ganz besondere Funde. Wenn das jetzt auch andere Pilz-YouTuber verwenden, die Schlagwörter wie Pilze ohne Ende oder Steinpilzwahnsinn, können sie das gerne machen. Aber bitte kommt dann nicht zu mir, wenn das Ganze nicht zutrifft oder für euch ja Clickbait ist. Ich habe es nicht unter Kontrolle, was die anderen Pilz-YouTuber machen. Und jetzt genug geredet. Legen wir mal los. Also Leute, hier seitlich am Hang ein heftiges Grüppchen. Weiter geht's. Überall haben wir solche Opas hier. Jetzt müssen wir etwas Strecke machen, ohne Fruchtkörper. Und 10 Meter weiter geht es schon wieder weiter. Man muss natürlich auch aufpassen, wo man hintritt. Aber die meisten von denen sind auch nur schwer zu übersehen, sage ich mal. So, Leute, und jetzt Trommelwirbel. Macht euch auf was gefasst. Das wird heftig. So, hier geht's los. Richtige Oschis. Wir gehen weiter und folgen der Sommersteinpilzstraße hier. Alles Steinpilze. Wow. Und vielleicht sind ja noch ein paar von denen. Ui, schön fest, gut brauchbar. So, weiter, weiter, weiter. Hier entlang. Ja, auch sowas kommt natürlich vor. Weiter, weiter, weiter. So, hier haben wir nochmal zwei, mal drei prächtige Knubbel, ist noch nicht zu Ende. Da haben wir noch zwei Burschen. Und hier steht auch nochmal was. Und ich bin mir sicher, dass immer wieder hier dazwischen auch nochmal der eine oder andere steht. Wahnsinn, herrlich, oder? Wenn das Video euch gefällt und ihr euch mitfreut, gerne Däumchen nach oben da lassen. Und natürlich auch gerne Kommentar mit euren Funden in eurer Region da lassen. Dankeschön dafür. Schade. Ja, hier sind die Maden ein bisschen Hut rein. Das ist mir dann wirklich zu vermadet. Ich werde jetzt mal ein bisschen absammeln und zeige euch dann, ja, ob was brauchbar war und was brauchbar war. Was jetzt halt echt schade ist, der ein oder andere von diesen größeren ist tatsächlich ja komplett madenfrei, aber sind zu 80% drüber. Ja, etwas Ausbeute kam zusammen, alles schön fest knackig. Ihr seht, ja, Stiel kam meistens ab, die Hüte sind aber ganz gut. Und wir können es uns hier mehr als erlauben, wählerisch zu sein, sollte man ja sowieso. Puh. Sonne knallt heute gut runter, mal eine kleine Pause im Schatten.
Wenn es euch noch nicht rauszieht zum Pilze sammeln, habe ich gute Nachrichten für euch. Die Nadja von Pilzcoach Badenweiler und ich haben letztes Jahr einen Pilze sammeln für Anfänger Online-Kurs gestartet. Da gibt es einige Videolektionen, es gibt abwechslungsreiche Quizfragen, wir haben ein Skript dabei, viel Bildmaterial und weiteres. Den Preis vom Kurs haben wir auf 89 Euro jetzt dauerhaft gesenkt, passend zum Start der Hauptsaison. Wenn euch das Thema Pilze sammeln für Anfänger interessiert, schaut doch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Ist als Werbung markiert, Werbung in eigener Sache. Würde mich sehr freuen. Danke für eure Unterstützung. Der Sommersteinpilz, wissenschaftlich Boletus reticulatus oder auch Eichensteinpilz genannt, ist ein Pilz aus der Gattung der Steinpilze innerhalb der Familie der Dickröhrlingsverwandten. Er ist ein Mykorrhizapilz, der in Symbiose mit Buchen, Eichen, Esskastanien und Linden wächst. Kalkreiche Mischwälder und sommerwarme Standorte gerne am Waldrand kommen ihm entgegen. In Parkanlagen lassen sich Sommersteinpilze auch gerne finden. In der Regel fruchten sie ab Mai und teilweise bis in den November hinein. Die Hauptsaison sind die Sommermonate Juni, Juli und August. Regional ist das natürlich unterschiedlich. Seine Fruchtschicht besteht aus Röhren. Bei jungen Exemplaren sind sie weiß, weißlich und schön hell. Nochmal kurz zur Röhrenschicht bzw. Sporenpulverfarbe. Dunkelbraun, olivgrün, pfui, nicht hui. Und wir sehen auch schon hier, das Fleisch verfärbt sich hier auch. Hier haben wir eine Zwischenstufe. Hier noch etwas heller, hier schon etwas dunkler. Das geht noch klar, wenn der Fruchtkörper fest ist und wir hier keinen Goldschimmel haben. Und hier, so, das ist tipptopp. Wieder ein Bronzeröhrling oder schwarzhütiger Steinpilz. Und jetzt mal ein sowas von Bilderbuchexemplar. Komplett unversehrt auch, das sieht man selten. Und ein paar Meter weiter unten sehen wir ein schönes Dreiergrüppchen vom Bronzeröhrling. Hängt natürlich auch vom Suchgebiet ab, habe ich aber zum Beispiel schon wesentlich öfter gefunden als ein Kiefernsteinpilz, der nicht streng geschützt ist. Ansonsten, wo ein Steinpilz oder Röhrling, vielleicht noch mehrere, jawohl. Da haben wir einen Sommersteinpilz direkt. Der hier aber, der ist mir zu weit. Und dann noch bitte beachten, Steinpilze, auch die Sommersteinpilze, sind geschützte Pilze. Sammeln ist in geringen Mengen für den Eigenbedarf erlaubt, nach Bundesnaturschutz und Bundesartenschutzgesetz. Ich bin wieder fündig geworden, wieder eine Massenfruchtungsstelle. Aber wieder sind wir 2-3 Tage zu spät. Das ist alles schon durch. Scharfstellen. Da. Es geht weiter, ne? So. Oder hier. Typisches Fraßbild von Käfern. Es geht weiter. Vielleicht haben wir da noch einen brauchbaren. Na? Das sieht vielversprechend aus. Und das sieht nicht gut aus hier wieder. Goldschimmel schon dran. Eieieiei. Und nochmal eine Bronzeröhrling. Jawohl, Stelle entdeckt. Der hier liegt schon gut abgefressen hier. Der darf auch weiter liegen bleiben. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht Steinpilzgrinsenkrämpfe bekomme. Es ist echt heute, ja, unverhofft kommt oft, gerechnet habe ich damit auf gar keinen Fall. Ich habe nochmal einen kleinen Stellenwechsel gemacht, da mich brennend interessiert hat, ob es hier auch schon losgeht. Und siehe da, jupp, in der ganzen Region geht es wohl bei uns schon los. Hier könnte der Schub gerade auch erst am Starten sein. Ja, und Sommersteinpilze definitiv immer im Wald putzen. Der Stiel ist schon komplett von Maden zerschossen. Hut auch. 2-3 Tage früher wäre ja perfekt heute gewesen. Ein klein bisschen ärgere ich mich, aber die Freude überwiegt absolut über diese Wahnsinnsstellen, die ich da gefunden habe. Die Funde werden jetzt noch Opa im Abspann präsentiert. Ansonsten würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo, über das Däumchen nach oben, Kommentar, Glocke drücken und so weiter freuen. Danke dafür. Dann bedanke ich mich noch wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Projekt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Also ich habe Opa schon mal das Video von der krassen Fundstelle vorher gezeigt. Und Opa, jetzt kriegst du die Funde präsentiert. Ich hoffe, die Erwartungen
Wäre jetzt nicht zu arg enttäuscht. Oh, lieber Vater. Das konnte man mitbringen. Oh, lieber Vater. Die sind schon auf dem Nachhauseweg deutlich gelber teilweise auch wieder geworden. Sag mal. Steinpilze, Sommer. Ne? Sommersteinpilze. Ja, kannst ruhig testen. Ja, ich kann schon. Das ist schon mal ein ganz toller Kerl, ha? Ja, und der ist auch madefrei, sogar im Stiel. Ein bisschen. Ja, das ist schon da, siehst du, ne? Das ist ein bisschen. Aber die scheiß Schnecken, guck noch. Ja. Die sind doch eh unmöglich mit den Schnecken. Das ist Katastrophe. Das ist auch, ja. Ja, das sind halt teilweise nur die Hüte brauchbar gewesen. Also. Und so kleine, ja, das ist halt. Das war jetzt eher die Ausnahme der Regel, ne? Leider, muss man sagen. Sag mal, sind die nicht ein bisschen schon normal, ist das schon Feier mit dem, oder? Ah, doch, stopp. Nee, Sommersteinpilze können auch bis in den November reinkommen. Das ist die Schnecke genauso, wenn du einen Tag später kommst, ist ein halber gefressen. Ja. Die Heiland sagt, die Elende. Mann, Mann, Mann. Aber wir haben was am Start. Ja, ein paar schöne haben wir ja dabei. Aber kein Vergleich zum Video, oder? Also das, und hast du normal schon einen ganzen Korb voll gehabt, hä? Ja, ja. Wir waren halber jetzt, aber ja. Lieber aber, auf der sicheren Seite sein, weil Eiweiß... Warst du drei Tage später. Ja, genau so. Ja? Weil Eiweißvergiftung oder Lebensmittelvergiftung mit Pilze will man nicht haben. Deswegen nur das, was machen gut wir ist. Nicht. Gut. Also das ist... super. Hm? Bist zufrieden trotzdem? Das ist schon Sommersteuerpilz, ne? Ja. Das ist schon was.